Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13.2. So, und wir reisen jetzt in die oder zur Sphäre des. Ja, dahin reisen wir. Sphäre des Jenseits. So, und da schauen wir jetzt mal, was da zum Sehen gibt und wie es jetzt ausschaut. Und ja, dann sehen wir schon. Mal schauen, ob wir diesmal wieder falsch abgewogen sind. Ja. Und jetzt links rum. Okay. Is this where I think it is? What? You mean Valhalla? Could lightning be here? No. Something's different. This isn't Valhalla. It looks like it, sure, but it's not the same. This is the rift between gate and gate. It's the void beyond Kupo. So, are you saying we're lost? Kupo. Right. I need a break. Koa. Finding my sister isn't gonna be easy. Koa. We had a legend back home about a goddess. Huh? We hunters passed the story down from father to son. It gave us strength when times were tough. What was it? Never give up, for the goddess Etro watches always and helps those who help themselves. It's not much of a legend, really, is it? It sounds more like common sense to me. Yeah. But when the going gets rough, you don't need anything complicated. Just a reminder to stick things out. Let's just keep telling ourselves that every time we go through a gate, we're getting closer to lightning. Sound good? Kubo! Sounds good. This place seems weird enough. How is it different from Valhalla? The void is simply a shadow of Valhalla. It's a space that connects a gate's entrance and exit, Kubo! Let's go check it out. Alles klar, also irgendwo zwischen den Welten sind wir jetzt also. Na gut. So, haben wir schon mal die Karte gefunden. Ja, ist jetzt wirklich sehr groß hier. Moment mal, was? Thron der Göttin. Aha. Thron der Göttin. Interessant. Ui, da gibt's was. Over there, Mom. So, wie kommen. Ja. Wie kommen wir jetzt dahin? Vielleicht da so rum? Nö. Das ist also der Thron der Göttin. Interessant. So, und was war das? No way past this point, huh? Ja, toll. Wow. Das war's. Ernsthaft? Supi. Na gut, Sphäre des Jenseits ist langweilig. Ja, dann gehen wir mal da durch. Jo, betrieb man Zeitspalt. Portale und Fragmente. Wähle ein neues Reiseziel in der Chronosphäre. Aha. Die Symbole unten unter den Ortsnamen zeigen an, wie viele Zeitportale in der jeweiligen Raumzeit existieren. Die Farbe der Symbole gibt an, ob das entsprechende Portal aktiv oder inaktiv ist. Rechts darunter wird die Anzahl der in der Raumzeit gefundenen und insgesamt dort vorhandenen Fragmente angezeigt. Fragmente erhält man bei besonderen Ereignissen oder für erfüllte Missionen. Indem man
inaktive Portale öffnet, werden neue Raumzeiten zugänglich. Wenn du bei deinen Zeitreisen nicht mehr weiterkommst, lohnt es sich, nach ungeöffneten Zeitportalen zu suchen. Ja. Gut, wir könnten jetzt hier mal reinschauen zum Turm von Augusta. Oder wir machen jetzt mal hier und suchen diese eine Steinplatte, die wurde eine Typ da wollte. Genau, das machen wir jetzt auch mal. Vielleicht nehmen wir da ein Fragment und ja. Können da woanders hin. Und wenn nicht, dann gehen wir in diesen Turm von Augusta. Ach, da ist wieder dunkel. Wahrscheinlich dieser scheiß Behemoth daherlaufen. Verdammt. Na gut. Vielleicht schafft man ja jetzt. Mal schauen. So, wo sind wir jetzt? Da sind wir. Gut, da hinten können wir hoch. Und hier. Jo. Gut, ein Chocobo gibt es ja auch. Vielleicht ist die Steinplatte irgendwo hier versteckt. Und heps. Hep, hep. Ach, hallo. The more dangerous a place is, the closer we may be to the center of the paradox. Aha. Ja, komm her, Chocobo. So. Mit diesem Riesenvogel sollte es eigentlich kein Problem sein, irgendwo hinzukommen. Ohne von einem Behemoth angegriffen zu werden. Aha. Fenrir-Frucht. Aha. Bräuchten wir die? Ah, keine Ahnung. Always stay on your toes. Any creature can take you out if they catch you off guard. Ja, danke für den Hinweis. Hey, Chocolina, hast du neue Waffen? Ja, deine Persönlichkeit leuchtet bestimmt nicht so hell. Nö, schade. I know it's a little dark in here, but I paid my. Ja, ja. So, gibt's hier irgendwo eine Schatzkiste? Oder die Steintafel? Boah, wo könnte jetzt da eine Steintafel rumliegen? Aha. Jo. Steintafel. Steintafel? Nö. So. Liegt sie da unten? Nee. Gott sei Dank. So, hier irgendwas. Auch nicht. Du hast wahrscheinlich auch nichts. Like ja, danke für diese Information. So, Steinplatte, Steinplatte. Das ist bestimmt dieses Ding da oben. I work better at night, so I wouldn't mind if daytime never came. Naja, toll. Liegt sie vielleicht da unten? Hier. Nö. Hier ist auch nichts. Ist ja super. Gibt sie vielleicht hier oben? Steintafel. Steintafel. Nö. Du hast sie auch nicht, oder? Granted access by the director. You are now free to. There are no updates regarding the eclipse. We could use an airship to examine the Falsi Fenrir, but we don't want to start sticking pins in it. Let sleeping behemoths lie and all that
Ja, wäre ein bisschen doof, den aufzuwecken. Der sieht aber irgendwie aus wie Cocoon. Ja. Ach, egal. Gut, anscheinend gibt's diese Sternplatte hier nicht, oder ich bin einfach bloß zu inkompetent, die zu finden. So, dann reisen wir mal zurück zur Chronosphäre. Aber erstmal speichern. Zack. Und dann gehen wir doch einfach mal in den Turm von Augusta. Genau. So, zurück zur Chronosphäre. So. Turm von Augusta. In 13 AF, the Academy built the Augusta Tower as a central information processing facility with an enormous artificial intelligence at its core. But now, centuries in the future, the system has suddenly begun to run amok. Somehow, the network system was attacked from somewhere in the future. When the Academy tried to respond and shut down the system, it was too late. The AI had already taken control of much of the Academy. Okay. Gut, da läuft also so ein System amok. Ist ja hervorragend. Dass irgendwie in jede Zeit, wo wir kommen, irgendwie alles total scheiße ist. Na gut, dann reparieren wir das mal. Das System, schätze ich mal, dass wir das müssen. Two entities from different times cannot coexist. If this were to occur, history would be infused with contradictions. This would lead to a distortion causing the entire world to collapse. The subjects require further analysis. Hypothesis: their existence has initiated a distortion in history, and the entities are a living paradox. I'm not very good with all this fancy machinery. What's going on here exactly? The system that controls this facility has been hacked by someone from the outside. Wherever they are, they're trying to use the network in an attempt to override the system somehow. So basically, some bad guy snuck in and took over the tower? Well, there's an easy solution for that. We just need to find him and solve this whole problem. Case closed. The security system's been hacked too, so the security bots are just pieces of metal. And I don't think the person behind this is actually physically here. It seems like the culprit isn't even in this time at all. They're accessing the system from somewhere in the future. Lucky for us, we have the means to get there. Let's give them a piece of our minds. Come on. Aha, wir sind gerade mal 2 Sekunden da und die weiß, dass das System gehackt worden ist und dass ein Typ aus der Zukunft es war und ja, genau, woher weiß sie das? Ach, egal. Ein Paradox hat die Räume und Durchgänge in dem Turm von Augusta in JS300 in Unordnung gebracht und die Anlage dadurch in ein Labyrinth verwandelt. Das Paradox kann nur aufgelöst werden, indem die ursprüngliche Anordnung wiederhergestellt wird. Alles klar. Ebene 12. Okay. Der Turm ist anscheinend ein bisschen größer als erwartet. Wow, da können wir ja gar nichts machen. Können wir hier vielleicht irgendwas anschauen? Nicht? Schade. Gut, dann betätigen wir mal den Schalter. Rotierende Räume. Der Turm von Augusta steht unter dem Einfluss diverser Paradoxe und ist zu einem Labyrinth mutiert. Um weiterzukommen, müssen Schalter an bestimmten Terminals beschädigt werden, die die Ausrichtung der Räume ändern. Durch die Rotation der Räume werden weitere Wege zugänglich. Schön. One? Was? Gut, dann mal hier. Schön.
Jetzt sind wir mal hier gelandet. Und... ja. Was? Zwei? Aha. Gut, da hinten ist nichts, dann... hui, Gegner. So. Lindzorn. Alles klar, den machen wir fertig. So, wie viele Lebenspunkte hat der? Ja, fast 9000. Ist in Ordnung. Das sind hier anscheinend doch richtig. So, macht's ihn fertig. Yeah. Sechzehn Kristallpunkte. Das ist ja gar nichts. Das ist ja schon traurig. Na gut. So, dann können wir jetzt hier. Schatzkiste. Astralscherben. So, dann wieder so ein Hund. Der ist zum Glück schon erledigt. Na, komm schon. Und das war's. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Anscheinend nach da vorne. Hard to believe that all of this is happening because of one person hacking into the system. No, but it has to be. Maybe this is a paradox of something. Ui, ein Waffelpudding. So, das ist ein Pudding-Gunator. Der hat 11.500 Lebenspunkte. Omnimati! Boom. Schock. Fleet. Yeah. Ritzzündung und Glasgelee. Gut, dann können wir hier gehen. Gibt's da vorne eine Schatzkiste? Nö. Ja, den müssen wir anscheinend nochmal drehen. So, jetzt passt's. Na, komm. 3. Aha. Die runde Plattform in der Mitte des Raumes ist ein Aufzug. Vorhandenen Aufzug auf die nächste Ebene. Ja, aber erstmal machen wir mal die Schatzkiste auf, nachdem wir das Monster besiegt haben. So. Na los. Ein Schlag. Los, Noel. Yeah. Sechzehn Kristallpunkte, das ist wirklich gar nichts. So, jetzt holen wir uns mal die Schatzkiste. Da drin befindet sich 800 Gil. Traumhaft. Ein Pudding.
Oh, zwei Pudding. Gut, die sollten einigermaßen schnell zum Besiegen sein. Yeah. So, fliegen nach oben. So, jetzt kommt der da. Wow. Macht sie fertig. Bringt sie in den Schock oder was auch immer. Na los, viel hat er nicht mehr. Und jetzt fliegt nach oben. So, perfekt. Gut, da können wir noch nichts machen. So, dann fahren wir diese Folge noch mit dem Aufzug rum. Mal schauen, wo uns der hinbringt. Turm von Augusta, Ebene 14. Die steht echt überall, das ist unglaublich. Ich glaube, du kannst am Ende der Welt sein und die steht einer da und verkauft dir Zeug. Na gut, dann würde ich mal sagen... Wow. Nächste Folge erkunden wir diesen Turm weiter und ja, bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis dann Leute, ciao.